Новосибирск ist eine Stadt nicht weit von Novosibirsk, etwa 40 Kilometer. Und schon vor vielen Jahren, in den 90er Jahren noch, haben wir dort auch Katholiken entdeckt. Das sind katholische Menschen mit polnischen Wurzeln meistens gewesen. Die haben sich versammelt anfangs in Privathäusern. Aber dann, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren, die haben ein Haus gebaut. Die Leute, die nennen diese Häuser ganz stolz, das ist unsere Kirche, ja, das ist aber nichts, nur eine Kirche mit Türmen. Und in diesem Haus gab es eine Kapelle, dort versammelte sich die Gemeinde zum Gebet, aber auch Räumlichkeiten zur Katechese, für Tee trinken, ja, für das Beisammensein. Und vor einigen Jahren ist dieses Haus abgebrannt. Und so jetzt schon mehr als 3 oder 4 Jahren versammelt sich die Gemeinde in einem großen grauen Haus, vermietet sie ein Zimmer als Office und dort versammelt sich die Gemeinde. Und das, diese 3, 4 letzten Jahre, das waren die schlimmsten Jahre für das Leben der Gemeinde, weil nicht alle Leute haben den Mut, in so ein graues Office-Haus zur Sonntagsmesse zu gehen. Ja. Und so ist die Gemeinde wirklich zusammengeschrumpft. Und man muss unbedingt was machen. В приходе я уже, наверное, 11 лет. И придя сюда, я сразу почувствовала семью. Вот как раз в том храме, который сгорел у нас. Это был теплый такой очаг, такая вот семья маленькая, да. К сожалению, сейчас мы потеряли его. Которому вместе с отцом и сыном подавали поклонение. Мы должны что-то сделать, чтобы Gemeinde wieder normales kirchliches Leben hat. Und so haben wir vor einem Jahr schon mit vollem Ernst wieder diese Frage angesprochen. Wir müssen doch dort an dieser Stelle, wo das Haus abgebrannt ist, das gehört uns noch, dieses Grundstück, dass wir dort ein neues Haus bauen, eine neue Kirche. Ed eccoci finalmente sul luogo dove stiamo costruendo la chiesa. Come vedete le dimensioni sono appunto quelle di una casa fondamentalmente. L'edificio precedente che è bruciato era proprio una casa che abbiamo comperato, è stata abbattuta. Quella che vedete è l'ingresso della cantina. La cantina è stata pensata, oltre al primo piano dove si terranno le messe, per tenere incontri di catechesi, incontri conviviali tra parrocchiani e tutto quello che potrà esserci, corsi di lingua volendo. Il nostro desiderio è che questa costruzione, che avete visto non è molto grande, diventi una piccola casa aperta a tutti coloro che vogliono avere un rapporto con noi. In primo luogo per i nostri parrocchiani, ma anche per tutte le persone che abitano qui intorno. Unsere Gemeinde in Birsk, wie auch fast alle Gemeinden in Russland, in Sibirien, das ist eine kleine Gemeinde. Und mit eigenen Mitteln könnte so eine kleine Gemeinde auch keine kleine Kirche bauen. Und deshalb sind wir hingewiesen auf Hilfe der Weltkirche. Ich danke allen, die bei diesem Bau, bei der Finanzierung dieses Baus mithelfen. Im Namen aller Mitglieder der Gemeinde sage ich euch allen herzliches Vergelt's Gott. Я люблю приходить, например, в кафедральный собор Новосибирский, просто посидеть, помолчать, подумать, ну, о чем-то своем, что тебя тревожит, беспокоит, помолиться. К сожалению, здесь у нас такого нет. Поэтому очень бы хотелось, чтобы
все сложилось, чтобы были средства, были возможности построить храм, и тогда будет и больше людей, и наша семья станет больше. У меня трое детей, мне хотелось бы, чтобы дети приходили и видели красивую картинку, людям хорошо. Лично для себя хотелось бы, чтобы просто было место, куда можно было прийти, помолчать, там, посидеть одно, все.